Noch eine Geschichte von Rigo und Rosa. Heißt Teilen. Rosa war nachdenklich und Rigo wartete, bis aus dem Denken ein Sprechen wurde. Weißt du, sagte sie schließlich, die Tierpfleger haben einen Tisch nach draußen in die Sonne gestellt für die Pause. Und nach der Pause lag da ein Kaffeelöffel und am Löffel klebte noch richtig viel Zuckerkörnchen. Rigo wusste, dass Rosa Süßes mochte und freute sich für sie über ihren Fund. Rosa fuhr fort. Ich wollte von dem Zucker naschen. Und dann kam eine Biene. Ich fand es richtig, mit ihr zu teilen. Aber wie teilt man mit einer Biene? Ich bin größer. Bekomme ich deshalb mehr vom Zucker oder sollte sie die Hälfte bekommen? Rigo holte Luft, um etwas zu sagen, aber die Maus fuhr fort. Und ehe ich mich entschieden hatte, kam die Fliege und bediente sich einfach. Bekommen die am meisten, die am schnellsten sind? Rigo holte Luft, um etwas zu sagen, aber die Maus winkte ab. Warte, warte, warte. Es kam nämlich noch eine Wespe. Ich habe Angst vor den Wespen. Sollte ich sie dennoch etwas abbekommen? Oder gerade weil ich Angst vor ihr habe? Und wie viel? Rigo holte Luft, um etwas zu sagen. Aber Rosa fuhr fort. Es wurde noch schwieriger. Brumm machte es und eine Hummel landete. Sie hatte als einzige freundlich gegrüßt. Sollte ich ausgerechnet bei ihr jetzt Nein sagen? Oder ihr mehr abgeben, weil sie so nett war? Rigo holte Luft, um etwas zu sagen. Aber die Maus erklärte, ich bin noch nicht fertig. Danach kam ein Schmetterling angetackelt. Ich liebe Schmetterlinge. Sollte er deshalb mehr bekommen? Rigo schüttelte den Kopf. Rosa nickte. Das dachte ich mir eigentlich auch. Aber einer seiner Flügel war so zerknittert. Er konnte nicht richtig fliegen. Sollte er also doch mehr bekommen? Vielleicht sogar alles? Weil wir anderen ja für uns selber sorgen können und der Schmetterling nicht? Rigo hoffte jetzt keine Antwort geben zu müssen. Er hatte keine parat. Und tatsächlich fuhr Rosa nochmals fort. Und die Ameisen, die kamen dann auch noch. Viele Ameisen. Und nach den Ameisen kam ein Tierpfleger und der räumte den Tisch ab. Ich sauste weg, Biene, Fliege, Hummel, Wespe und sogar der Schmetterling flog davon. Der konnte doch fliegen. Und die Ameisen wurden vom Tisch gewischt. Rigo, so sag doch was. Wieso ist Gerechtigkeit so was Schwieriges? Rigo holte Luft. Ach, Rosa, ich denke, das ist so. Gerechtigkeit fängt damit an, dass man sie sucht. Und sie zu finden ist schwierig. Und sie bleibt nur da, wenn man gut zu ihr schaut, immer wieder. Ist Ungerechtigkeit einfacher? Wollte Rosa wissen. Ist es einfacher oder schwieriger, alleine Zucker zu naschen? Fragte Rigo.